glaube, es gibt verschiedene Verknüpfungen zwischen dem Wort Buschfunk, was ja eine Art von Weitertragen von einer Geschichte ist, die Mund zu Mund weitergegeben wird, ohne dass es eine offizielle Version gibt, also keine Headline, sondern eher so dieses stille Postprinzip, was auch immer zu Verfälschungen führt, was mit der Erinnerung zusammenhängt und auch mit der Art, wie die Bilder gemalt sind. Aber tatsächlich gibt es auch sehr viele, so sagt man das, Gebüsche in den Bildern oder Botanik, verschiedene Pflanzen, Wildwuchs, Überwucherung, eine sehr hohe Dichte, sodass das Wort auch direkt im Zusammenhang steht mit den Motiven, ohne dass jetzt das im Vordergrund das Einzige ist. Das mit dem Funk ist mir sehr wichtig, weil die Bilder sind für mich untereinander auch verbunden und jedes einzelne Bild ist für mich auch wie ein Sender und ein Empfänger, das dann mit den anderen Bildern kommuniziert und noch weiterstrahlt. Es gibt auch das Bild, was auf der Einladungskarte ist, was jetzt da hängt, wo man sieht, wie so ein Rauch aufsteigt, oben ein Kleiderbügel, der wie eine Antenne fungiert. Also an sich glaube ich, dass Vorstellungen einem Bild häufig im Weg stehen und ich versuche viel eher, mich vom Horizont in einem Bild langsam in den Raum, in dem wir jetzt und hier sind, vorzutasten. Das heißt, die Idee ist eigentlich eine Expedition ins Jetzt, in dem ich mit dem Bild im Raum gleichzeitig da bin. Das, was mich am meisten treibt beim Malen, ist es, die Gegenstände im Bild zu finden und dann zu entdecken, dass vielleicht ein Licht jetzt hier an der Stelle auf den Gegenstand fällt, was mich an was erinnert, eine Assoziation hervorruft, die den Gegenstand auch wieder verbindet mit einem konkreten Ort oder mit dem nächsten Gegenstand, sodass eine Art von narratives Geflecht entsteht, was für mich das Ganze in einen Ort, in eine Zeit einbettet und einen Raum aufmacht, von dem ich hoffe, dass er dann für jemanden, der kommt und schaut, auch wieder eine Tür, ein Fenster aufmacht zu einer eigenen Erinnerung, zur eigenen Vorstellung von dem Gegenstand, von dem Licht, von der Situation, sodass es das, was ich als Expedition beim Malen selbst erfahre, auf subjektive Art bei jemandem, der kommt und schaut, nochmal eine Art von geistige Reise auf eine Art ermöglicht.